Teammodus. Ich habe mir einfach mal überlegt, wir machen mal was ganz Neues. McLaren ist ja momentan ja, auf einem aufsteigenden Ast. Und ich habe mir einfach gedacht, wir werden einfach das McLaren Junior Team absolvieren oder in die Formel 1 schicken. Ja, und damit seid ihr dabei. Wir werden den Mercedes-Motor nehmen. Und ja, da könnt ihr euch auf einen heißen Fall freuen. Auf jeden Fall werden wir auf jeden Fall werden wir jetzt das Junior-Team nach vorne bringen wollen. Haben den Mercedes-Motor genommen. Werden da auf jeden Fall das McLaren-Team nehmen, haben den Mercedes-Motor genommen. Vielleicht, ja, Loop können wir eigentlich. Ja, werden jetzt weitergehen. Die Lackierung des Autos wird auch sehr interessant sein. Da wählen wir. Die Lackierung werden wir so machen, aber da müssen wir noch mal die Farben ändern. Das ist so. Das muss man so lassen. Ja, Shelly, moin, altes Haus, bist du auch am Start, ja. Ja, Shelly, wir sind jetzt erstmal am Anfang. Muss erstmal das Auto lackieren. Und dann schauen wir mal dann weiter. Auf jeden Fall werden wir hier weiß machen. Oder machen sogar schwarz hier die Umrandung. Und machen das hier auch noch schwarz, dann sieht das eigentlich ganz gut aus. Was haltet ihr von der Lackierung von diesem neuen McLaren Junior Team? Was haltet ihr davon? Sieht die Lackierung so gut aus? Kann man so reingehen? Also ich finde den gar nicht mal schlecht, die Lackierung. Ich glaube, das übernehmen wir auch so. So, dann gehen wir hier raus. Haben wir ja noch nichts. Da wählen wir das einfach aus. Teamabzeichen. Bearbeiten. Farbe ändern. Dann machen wir das hier schwarz. Und das werden wir auch in einem zarten Orange machen. Nehmen wir aber ein anderes Logo. Dann nehmen wir einfach das hier. Dann nehmen wir das hier. Nochmal bearbeiten. Den Hintergrund werden wir noch bearbeiten. Ah, was hat McLaren nochmal? McLaren hat auf jeden Fall kein Kreuz. Schauen wir jetzt erstmal, was wir da machen. Auch die Farbe noch mal ändern. Oder da machen wir weiß einfach.
Genau, so sieht das gut aus. Speichern und beenden. So, ich weiß nicht, wie es ist. Die können wir schon mal, können wir alles rausnehmen. Ah, in Österreich fangen wir an. Die raus. Die raus. Die raus, die raus, die raus, die raus. Ja. Und da werden wir wahrscheinlich noch hier von dem Kalender die hier nehmen, die hier nehmen, die, 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 die. Ah, da wird man noch, müssen ja auf 16 kommen, 3 müssen wir noch hinzufügen. Müssen wir Spanien auch noch dazufügen, jetzt sind es noch 2 und nehmen noch Japan. Das ist der Rennkalender für diese Saison. So, werden kurzes Qualifying fahren, 100er KI. Sollte für ein Junior-Team am Anfang reichen, wenn es zu schwach ist, können wir es immer noch hochstellen. Ja. Gameplay-Einstellung an, Parkvermehrregeln aus, ja, an, unterstützt, nein. Und dann sind wir hier durch und können mit der Session starten. Wir werden aber auf jeden Fall die Anzüge nochmal ändern, weil das gefällt mir so nicht. Auf jeden Fall fahren wir mit dem McLaren Junior Team. Bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir erstmal das Interview. Jetzt erstmal das Interview. Mal schauen, was hier geht. Wir müssen auf jeden Fall aufs Triebwerk gehen, weil Triebwerk und Chassis ist da sehr wichtig für uns, weil wir haben, ja, haben erstmal ein schwaches Chassis, also das Chassis wird schwach sein, oder die Aerodynamik müssen wir gehen.
muss man mal schauen, wie wir es machen. Also wir müssen auf jeden Fall Aerodynamik machen, weil das Auto ist jetzt nicht, wo man dann sagt, ja. Trainingslager und dann machen wir nochmal Trainingslager. Dann machen wir hier. Ach, das war jetzt blöd. So, Nachrichten, Systemzugreifung, zack. Wir werden jetzt nochmal. Anpassung, genau. Mit den Anzügen. Genau. Den müssen wir mal umlackieren. Da müssen wir mal die Farbe ändern. Also werden hier in den Schwarz gehen. Da in einem Orange. Wieder in den Schwarz, sehr schön. Da gehen wir sogar in den Weiß rein. Sehr schön. Dann machen wir das. Dann müssen wir die Handschuhe auch noch ändern. Da können wir die nehmen. Schwarz. In einem Orange, jawohl. Wieder schwarz. Und hier nehmen wir auch wieder ein Orange. So, dann haben wir das, Charakterpose, das ist der Jubel dann. Sollen wir den Helm dann auch orange machen? Was haltet ihr davon? Oder sollen wir den so machen, für die deutschen Farben? Ich glaube ja, oder? Dann nehmen wir lieber den hier. Dann sind wir damit fertig. Also nochmal gucken. Ja, hat alles funktioniert. So, dann gehen wir ans Über. Chassis müssen wir auf jeden Fall was machen. Warten jetzt nochmal ab, dass wir dann nochmal was dazu kriegen. Jawohl. Jetzt kommt zur Autovorführung. Jetzt werden wir den Boliden sehen. Meine Nummer wisst ihr, denke ich mal. Das ist mein Geburtsjahr. Viele wissen es eigentlich, wann ich geboren bin. Aber seht ihr ja jetzt selbst. Da ist der neue Renner für die neue Saison. Wow. Sieht schon geil aus. Muss man echt sagen, also ich finde das in diesem IT-Modus ist das richtig gut gemacht. Man muss echt sagen, es ist besser als FIFA, muss ich echt sagen. Also es macht echt Laune, man hat gar keine Langeweile in dem IT-Modus. Man kann so viel machen, man kann auch nach der Saison zum Beispiel sagen, man gibt das Amt ab und macht es wirklich nur als Teammanager und fährt und lässt einen anderen zweiten Fahrer fahren. Das ist alles so flexibel, das kann man alles machen. Das kann man bei FIFA zum Beispiel nicht machen. Das würde ich mir einfach wünschen, dass man das bei FIFA auch machen kann. So ein Teammodus, wie es hier. Hier guckt euch das an. Da wird dann am Getriebe, also am Motor gearbeitet. Also. Wo hat man das? Klar, Fußball ist immer was ganz anderes als Formel 1, aber ja, sowas wünscht man sich auch im FIFA. Da ist die Beraterin, die sitzt da im Büro und klimpert da rum. Das wünscht man sich auch halt bei FIFA. Ich weiß nicht, warum es so schwer ist, bei FIFA das nicht umzusetzen. Keine Ahnung, aber ja.
Auf jeden Fall würde ich das mir bei FIFA wünschen. Das würde auch nochmal. Da würden mehr Leute dann auch Karriere spielen und mehr Stream davon machen. Weil momentan sieht man einfach bei FIFA, es wird alles nur auf Dings gemacht. Alles nur auf Ultimate Team. Und das kann es irgendwo nicht sein. Andere spielen das überhaupt nicht, Ultimate Team. Und die wünschen sich ja seit Jahren neuen Karrieremodus. Ja, und jedes Jahr wirst du halt nur in den Arsch getreten von EA, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch gesagt. Das ist halt. Ja, meine Meinung ist es halt, wenn sich jetzt dieses Jahr nichts an dem Karrieremodus ändert, warum sollte man sich dann FIFA 21 holen? Weiß ich nicht. Also ich bin eher der Karrierezocker bei FIFA und wenn ich da sehe, dass sich die Karriere nicht ändert, dann brauche ich mir das auch nicht zu holen, weil es ist schwachsinnig. Auf die Aerodynamik und auch noch mal was auf dem Motor raus. Und ich begrüße meinen zweiten Zuschauer. Herzlich willkommen, dass ihr einschaltet. Gerne einen Kommentar und ein Abo dalassen, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Ja, natürlich die Fahrerpaarung ist ganz klar. Müsstet ihr eigentlich sehen jetzt. Wo sind sie denn? Da seht das. Mick Schumacher mit mir an einem Team. Ja, mein Gott, der Sohn von Michael Schumacher. Und ich finde, das sieht richtig geil aus mit dem Orange. Also ich freue mich auf das Junioren-Team. Und jetzt simulieren wir vor, bis zum Rennwochenende Reifenauswahl. Wir machen weich, weil wir brauchen vier Reifen. Wir gehen jetzt ins erste Training rein. Werden auf jeden Fall ein, zwei Programme abspulen. Und ja, werden wir mal schnell was zu trinken kurz holen. Und ja, dann werden wir das Junior-Team anfangen hoch zu pushen. Ich bin mal echt gespannt, was wir erreichen werden. Lädt und lädt und lädt. So, und dann sind wir drinnen. Nachrichten sind auch gekommen. Ja, schon wunderschönes Wochenende haben wir. Kein Regen. Weil die Aerodynamik ist echt schlecht. Da müssen wir noch mal was machen dann. Hier ist es jetzt nicht so sehr interessant in Australien, weil es ein Stadtkurs ist. Aber auf jeden Fall ist es wichtig. Dann in Bahrain, in China, das sind so wichtige Strecken, wo es dann also losgeht. Ach, es lädt immer noch so langsam. Die hatten erst Wartungsarbeiten, Codemasters heute und ja, ich weiß gar nicht, was sich genau geändert hat. Aber nichtsdestotrotz soll das unseren Spielspaß nicht drunter leiden lassen. So, jetzt gucken wir mal. Machen auf jeden Fall das Setup rein. Haben wir jetzt gemacht. Machen den Sprit nochmal runter und ich denke mal, wir können jetzt gleich erstmal rausfahren. Fliegende Runde, Streckenakklimatisierung machen wir jetzt auch und jetzt gibt's Feuer. Auf geht es. Wir sind alleine hier unterwegs. Jetzt gibt's Vollgas.
323 km/h kriegt man auf die Strecke. Ausgelassen, hab das gesehen. Mercedes Motor hört sich richtig gut an. ADS haben wir auch kurz vergessen. Jetzt sind wir durch mit einer 26,4. Sehr stark. Gehen zur Garage zurück. Ja, wir werden auf jeden Fall heute streamen das Training, das Qualifying und das Rennen. Und morgen werden wir versuchen, auch nochmal ein Rennen zu fahren. Und ja, gehen wir Reifenmanagement. Machen wir auch nochmal eine fliegende Runde. Machen Training 1 und dann gehen wir ins Qualifying über. Ah, es fühlt sich noch wackelig an, das Auto. Das merkt man auch. Aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt Vollgas geben. 324 km/h haben wir jetzt auf der Hocke. Fühlt sich sehr gut an. Lando kommt jetzt hier raus, das ist das Top-Team, was geschlagen werden muss. Wir beenden einfach die Session, gehen einfach hier auf. Achter sind wir geworden. Habt ihr gesehen? Training Nummer 2. Achter ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Das Hauptteam fährt ja noch mit Renault und wir fahren als Junior-Team schon den Mercedes-Motor. Also wir haben ein Jahr Vorsprung, bevor das Hauptteam eigentlich den Mercedes-Motor dann kriegt. Ja, bin ich mal gespannt, wie wir uns da machen werden.
Wir testen eigentlich das, was nächstes Jahr das Hauptteam kriegt, den Motor. Und ich finde es jetzt gar nicht mal schlecht, dass wir den testen dürfen. Ja, Mick hat auch noch mal was ein bisschen gemacht. Mick hat auch ein bisschen was abgespult, ist sehr gut. Und ja, bin ich mal gespannt, was wir machen werden. Auf jeden Fall geht es jetzt ins Qualifying. Wir werden die erste Runde, also den ersten Stint, erstmal mit viel Sprit fahren, so viel Sprit wie möglich rausfahren und dann einen Stint fahren, wo wir dann nur auf die schnelle Zeit gehen. Mal schauen, was es wird hier. Aber wir sind guter Dinge und wir sollten uns auch nicht verstecken. Aber es kommt alles noch. Wir gehen auf jeden Fall rein hier. Schauen wir uns das Ganze mal an jetzt. Hier ist unser Team. Sehr gut. Wir sprechen noch mal kurz. Wir gehen jetzt hier dann rein. 4,4. Ja. Nehmen wir 3,8 erstmal mit. Reifenauswahl ist rot. Fahren erstmal mit raus. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Zu Science. Er wird jetzt gleich an uns erstmal vorbeiziehen oder auch nicht. Nee. Ja, der Mercedes-Motor ist schon eine Klasse für sich als Junior-Team. Und der normale McLaren fährt halt noch den Renault-Motor. Andreas und ich stehen im großen Austausch natürlich. Jetzt lassen wir erstmal Carlos vorbei, der dann in Wirklichkeit 2021 dann zu Ferrari wechselt. Wir fahren nochmal kurz die Reifen warm. Ich begrüße zwei Zuschauer. Herzlich willkommen, dass ihr einschaltet. Gebt mir gerne ein Abo und einen Kommentar. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt gehen wir gleich auf die schnelle Runde im Albert Park. Ja, jetzt wird's Vollgas. Kommen hier sehr sauber drüber über die Kuppe. Hier ein bisschen härter reinbremsen. Kurz vom Gas, wieder Vollgas. Ah, ein bisschen zu weit raustragen lassen, war jetzt nicht so optimal. Mit, jawohl, der wird sonst fast aus. Hier wieder hart reingebremst.
Gas geben, wieder hart reingebremst, Auto kommen lassen, hier wieder hart reingebremst, hier muss man viel Schwung rausholen, darf aber zugleich auch nicht die Traktion verlieren. Und jetzt fahren wir auf die Strecke. Ja, und sind da erstmal letzter mit. Aber wir sind ja ein junges Team. So, jetzt versuch mal den Sprit so möglich wie rauszunehmen. Momentan sind wir 21. Ist aber auch ganz klar zu urteilen, weil wir die Runde nicht optimal getroffen haben, aber das ist auch nicht schlimm. Wir versuchen jetzt die Runde perfekt zu treffen. Wir legen vor, das ist sehr gut. Wir werden auf jeden Fall loslegen. Auf unserer Schnellrunde. Ah, die müssen wir nachher gleich alle treffen, die Kurven. Schumacher ist vor uns auf der 19. Ich denke mal, er wird sie auch noch verbessern. Geben wir jetzt nochmal Vollgas hier. Hier nochmal voll drüber, genau. Schön den Schwung mitnehmen. Und jetzt sind wir gleich auf der Strecke, wo wir hinwollen. Wir dürfen den goldenen Schuss abgeben. Haben wir jetzt genau Vorsprung. Verhält sich noch schwerfällig. Aber wir geben jetzt alles, auf geht es für uns. Boah, gut getroffen. Sehr guter Exit hier. Kurz gelupft, habt das gesehen, kurz gelupft und jetzt Vollgas durch die Strecken hier. Ah, hier können wir nochmal zurückgehen. Das war nicht optimal getroffen. Hier gehen wir nochmal auf die gerade Fläche zurück. So. Jetzt haben wir aber optimal getroffen, holen dann noch mal ein paar Zehntel raus. Aber das wird eine absolute Zeit. Ja, verbessern wir uns auch noch mal. Geht weit nach oben der Stand. Vielleicht über eine Sekunde. Über eine Sekunde holen wir nochmal raus. Wo bleibt die Uhr stehen?
1:22:3, wenn ich nicht verguckt habe. Platz 16. Ja, müssen von Platz 16 das Ganze angehen. Aber Mick auch auf Platz 18. Und man muss einfach mal sagen, der Abstand ist gerade mal 2 Zehntel. Und das ist gar nichts. Und man muss einfach sagen, ich bin echt gespannt, wie das Rennen jetzt für uns laufen wird. Aber wir werden alles dafür versuchen, Punkte versuchen zu holen. 6 Plätze müssen wir gut machen dafür. Ah, das ist nicht schlimm. 16. Platz. Davon werden wir ins Rennen starten. Versuchen Punkte zu holen. Gar kein Problem. Versuchen alles jetzt zu versuchen. Und jetzt geben wir Gas. Und freuen uns auf das Rennen in Austria. In Australia. Nicht in Austin oder in Austria. Sondern in Australia. Im Albert Park. Für uns. Ja, P16 ist in Ordnung, glaube ich. Ich glaube nicht, dass wir uns da verheimlichen müssen. Versuchen jetzt am Start so schnell wie möglich Plätze gut zu machen. Ich glaube, das sollte auch unser Ziel erstmal sein. Chassis ist schwach, ist ja ganz klar. Aber das wollen wir alles aufbessern. Moin René, grüße dich. Ja, jetzt kommt das Rennen für uns. Mal schauen. Das McLaren Junior Team will auf jeden Fall Erfolge sammeln. Wir haben den Teamkollegen Mick Schumacher, der 2 Zehntel hinter uns war. Schöne Stadt, Albert Park. Ja, Kalli ist zwischendurch, glaube ich, mal drin, René. 22,1 Grad. Und jetzt sehen wir uns die Startaufstellung. Bottas, Hamilton, Vettel, Leclerc, Verstappen, Albon. Ja, Mick Schumacher ist unser Teamkollege. Ja, gehen wir mal rein. Mal schauen, was wir für eine Strategie auswählen. Schwarzer Bildschirm. Ich hoffe, es hakt jetzt nicht so. Oder kackt ab, aber bei Codemasters lädt das immer so total lange. Ja. Ja, René, wann schätzt du, dass die neuen Trikots da sind, so ungefähr? Meinst du, wir kriegen das noch vor der Saison hin, dass alle dann bestellt haben? Nein, wir machen was ganz anderes, genau. Gehen bis zur 8. Runde damit raus. Aber versuchen jetzt. Aber wir gehen mal auf 3 Runden Sprit. Jetzt starten wir sehr gut raus hier. Giovinazzi macht uns da die Tür ein bisschen zu. Da müssen wir mal kurz rausgehen.
Oh, das war nicht gut. Ja. Ach, da müssen wir die Session nochmal neu starten. Das war jetzt nicht so gut. Da starten wir einfach die Session nochmal neu, oder? Versuchen, ja genau, bleiben hier jetzt drauf. Und die Bremsen, jawohl. Nee, hier kann man aber noch Rückblende machen. Da ist es nicht schlimm. Jetzt versuchen wir erstmal den Trupp wieder einzufangen. Bisschen taktisch muss ich auch hier fahren, passiv. Ich darf mir ja auch die Reifen nicht kaputt fahren. Jetzt kommt Raikön links neben uns. Der letzte Ferrari-Weltmeister. Sechs Runden noch bis zum Boxenstopp. Wie findet ihr die Farbe vom Auto? Gefällt ihr euch so? Punkte fahren vor uns da. Aber wir müssen versuchen, die Reifen nicht zu hart zu strapazieren, dass wir da auf jeden Fall ein gutes Race erstmal bis zum Boxenstopp abliefern. Ja, René kommt drauf an, ob EA was an dem Karrieremodus macht. Wenn der Karrieremodus so bleibt wie 2020, dann werde ich da auf jeden Fall nichts dran machen. Dann werde ich mir kein FIFA 21 kaufen, weil ich eher einer bin, der Karriere gerne zockt. Und wenn sich da keine Veränderungen gibt, dann kaufe ich mir das auch nicht. Weil dann sind mir auch 80 € echt zu schade für das Spiel. Nee, Ultimate Team mag ich überhaupt nicht. Also, keine Ahnung, da finde ich keinen Gefallen dran. Und es ist auch Geldabzockerei, finde ich. Aber Raikkonen gibt nicht auf und wir verlieren auf Perez vorne. Gelbe Flagge, wer ist denn da ausgeschieden?
Oh, was ist denn hier los? Ah, was ist das denn, Alter? Junge, 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 der kann doch da nicht auf der rechten Spur bleiben, Alter. Ist der denn Watze oder was? Ach du Scheiße, Alter, Ricardo, Mensch. Ricardo, Ricardo, Alter. Jetzt versuchen wir noch zwei Plätze gut zu machen. Oder er hat gesagt, wir müssen noch drei Plätze gut machen, dass wir in die Punkte fahren. Aber für ein neues Team, wenn da ein WM-Pünktchen holen würden, das wäre fürs erste. Aber wir müssen abwarten. Abwarten, Tee trinken, das Rennen ist noch lang. 10 Runden ist es noch. Mal Paris wieder dran. Ne? Man merkt einfach, dass nach 5 Runden die Reifen noch nicht so warm sind, die gelben. Die kommen erst jetzt noch, dass sie richtig warm werden. Und die roten werden langsam jetzt abbauen. Overtake-Button noch mal ein bisschen ran. Ich hoffe, dass wir nach dem Boxenstopp näher dran sind, dass wir was machen können. Aber vielleicht scheiden ja noch mal 1-2 aus vor uns. Und dann ist eigentlich die Tür frei für Punkte. Aber noch, das ist immer noch nicht so weit. Jetzt dann ja dran. Und da ist eine 4, 5er, 6er Gruppe, glaube ich, ist es sogar. Wo, wenn wir Glück haben und wir dann auf die Roten gehen, wo wir dann die schnelleren Reifen haben, easy vorbeiziehen könnten, wenn die weiterhin so wie eine Perle an der Schnur gezogen sind. Dann können wir da ganz schön gut aufholen. Im ersten Jahr geht es einfach darum, dass wir ab und zu mal Punkte holen. Auf manchen Strecken werden wir keine Punkte holen, das ist aber auch nicht schlimm. Das ist einfach beim neuen Team so. Kann man nicht erwarten, dass es gleich steil berg nach oben geht. Das gab es noch nie. Der erste geht rein und das ist der Russe Dani Kwiat. Andere gehen jetzt auch rein, Mercedes auch, Vettel auch, Verstappen, Perez, alle drinnen. Und wir können noch 2 Runden. Oder eine, glaube ich, noch. Perez ist jetzt vor uns. Hinter uns ist Kevin Magnussen. Ja, was sagt ihr zu dem Wechsel von Arke? Wechselt ja für rund 45 oder 47 Millionen zu Man City. Und was habt ihr für einen Tipp? Wo wird Max Kruse hingehen? Wird er zu Hertha, zu Bruno Labbadia gehen? Bremen hat er ja heute abgesagt.
Union Berlin soll ja auch im Gespräch, glaube ich, sein. Jetzt sind wir nah dran, jawohl, und jetzt gehen wir auf die nächsten Runden. Boxenstopp. Wir werden jetzt versuchen, einen Undercut zu machen auf die anderen. Magnussen muss dann auch mit mir rein. Das wird sehr interessant. Das Feld liegt jetzt eng zusammen. Ja, ich glaube, wenn wir einen schnellen Stopp haben, können wir auch viel erreichen. Ach komm, wo soll der Geiz? Bleiben noch eine Runde draußen. Das ist eine coole Momentaufnahme. 1 und 4 sind wir momentan. Aber auf jeden Fall kein ziehen lassen, auch nicht Valtteri Bottas. Der wird sich auch denken, warum kommt er. Warum kommt das Junior-Team hier vorne noch ran? Und mit 51 gehen wir hier rein. Ach du Scheiße, jetzt kommt auch noch Mick rein. Ich hoffe, wir sind schnell fertig. Sonst ist das ein Desaster. Oh, er muss kurz warten. Jetzt haben wir noch 5 Runden vor uns und können versuchen, die Meute angreifen zu können. 2, 3 Plätze müssen wir gewinnen, um in die Punkte zu kommen. Und es ist wie an der Perlenschnur immer noch. Und jetzt geben wir Vollgas. Frische rote Reifen und guckt mal, wie nah wir schon jetzt gleich wieder dran sind. Das ist der absolute Wahnsinn. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Schaffen wir noch die Punkte oder nicht?
Ist halt scheiße, dass sie alle DRS haben vor uns. Das macht für uns das Ganze alles schwieriger. War mal kurz in der Wiese, habt ihr es gemerkt? Jetzt versuch mal Gas zu geben, jawohl. Da waren wir zu aggressiv, aber haben wir uns auch wieder zurückfallen lassen. Drei Runden jetzt, drei Runden Vollgas hier. Jetzt müssen wir fliegen, jetzt müssen wir versuchen zu fliegen hier auf der Geraden. Oh, wir kommen richtig gut hier raus. Und Danny Kwiat ist der Nächste. Wahnsinn, jetzt versucht Kwiat erstmal gegen seinen Teamkollegen. Und wir bremsen uns rein. Auf der Bremse reingebremst. Und jetzt ist nur noch Gasly für uns. Drei Runden Zeit, Gasly einzuholen. Wahnsinn. Oh, Wahnsinn, was wir hier machen. Was ist denn hier los? Gasly weiß gar nicht, um was es ihm hier jetzt geschieht. Er denkt sich, was ist denn mit dem Kollegen hier los? Na, gehen wir wieder Vollgas, Vollgas. Kampflinie gegen Kwiat. Gasly behauptet sich da. Aber wir sind gut auf der Bremse. Was ist denn mit dem Kollegen da? Will der nochmal? Und jetzt können wir uns da ranpauschen. Können wir ihn ja auch hier in der Bremse bringen? Oh, Wahnsinn. Da lassen wir den McLaren Junior Team richtig fliegen. Alpha Tauri wird wahrscheinlich ohne Punkte dahin gehen. Come on. So, nochmal Vollgas geben. Gasly wird sich sagen, Junge, so einfach wirst du es nicht haben als Teameinsteiger. Ich werde dir das Leben nochmal zur Hölle machen, die nächsten Runden. Jetzt sind wir genug dran. Jetzt sind wir nah genug dran. Wird es nochmal für Gasly reichen? Ja, so den Mein. Oh, jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn. Achtung. Achtung, jetzt muss man haben. Jetzt gehen wir wieder volles Risiko hier. Volles. Oh, wartet mal. Da wollte man zu viel. Na, lass mal es nochmal fahren. Da warten wir einfach mal eine Runde. Jetzt. Oh, aber Gasly macht das clever und wir kommen nicht dran. Gasly macht das clever und wir kommen nicht dran. Jetzt sind wir dran.
Jetzt sind wir dran. Come on. Gasly müsste sich mal verbremsen, aber das macht er nicht. Gasly wird sich nicht mehr verbremsen und wir brauchen jetzt die Speed nochmal. Volle Kraft nochmal. Oh, come on. Wir brauchen jetzt jede Kraft nochmal. Oh, was ist hier passiert? Einer ist ausgeschieden. Ich glaube, es war Valtteri Bottas. Wenn mich nicht alles täuscht. Na, mal den einen WM-Punkt sicher. Sicher den einen WM-Punkt. Oh, war das wichtig. Aber Gasly zu kriegen wäre jetzt auch nochmal schön. Pushen uns da nochmal ran. Jawohl, sehr schön. Saugen uns hier nochmal ran. Aber Gasly wird es machen, Gasly wird es machen, leider. Gasly wird es machen auf den letzten Metern. Wird uns nichts mehr passieren. Oder doch nochmal Danny Kwiat. Danny Kwiat probiert es jetzt nochmal hier auf der Bremse. Das müsste reichen, das müsste reichen und wir holen den ersten WM-Punkt. Klar, jetzt müssen wir nochmal durch die Passage durch, die andere Passage durch. Schade, wir kriegen Gasly nicht mehr, aber wir holen den ersten WM-Punkt für das neue Team. Wahnsinn! P10! Wahnsinn! Ja, wir holen im ersten Rennen. Ja, wir sind verpixelt. Sehr schön. Und wie soll es auch anders sein? Lewis Hamilton gewinnt den Auftakt in Australien. Verstappen wird Vierter. Es lädt. Und Lewis Hamilton gewinnt vor Charles Leclerc und Sebastian Vettel. Wahnsinn. Erste Rennen, so viel Hektik, so viel wahnsinnige Pace. Aber hier ist es 1:25.2. Wir sind eine Sekunde langsamer als Mercedes. Von 16 auf 10. Aber man muss sagen, hier sieht man es auch nochmal: McLaren als Werksteam fährt auf 7 und 8. Und wir als McLaren. Ah, shit, ey. Wir müssen das mal umspeichern. Ah, da haben wir einen Fehler drin. McLaren. Ah, wir haben das falsch geschrieben. Alles gut. Ah, das können wir schnell ändern. Das ist gar kein Thema. Und wie sieht das jetzt bei uns aus? 10. Ein Punkt. Ja. Sind vor Racing Point, vor Alfa Romeo, Haas und Williams. Momentan. Alles können wir jetzt noch schnell ändern. Und dann ist auch schon die erste Folge vorbei. Bahrain geht's dann weiter.
Da bin ich mal gespannt. Was ist passiert? Jetzt guck mal einfach mal rein. René Go, Pokémon Go spiele ich gar nicht. Ja, keine Ahnung. Habe ich früher lieber mal im Fernsehen geguckt, aber so wirklich spielen tue ich das jetzt wirklich nicht. Und ja, haben wir jetzt erstmal wieder Geld gescheffelt. Das jetzt noch umspeichern. Aktivitäten. Anpassung. Teamname ändern. So, und da haben wir den Namen geändert. Können uns auch einen neuen Hauptsponsor aussuchen. Das schaffen wir aber. Da müssen wir auf jeden Fall was dran machen am Chassis, sonst sind wir da echt verloren. Also wenn wir da noch gewinnen gegen, sind wir schon mal an McLaren vorbei, sind wir an Alpha Williams und Haas vorbei, können wir als nächstes als Angriff nehmen Alpha Tauri und Renault, dann wären wir gar nicht mal so schlecht. Aber nichtsdestotrotz soll es das für die erste Folge mit dem McLaren Junior Team gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und für die vielen netten Kommentare, die ihr drunter geschrieben habt. Ja, morgen wird wahrscheinlich dann Runde 2 folgen, also Bahrain wird dann als nächstes kommen. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die Zuschauer und bin raus, euch Rasi Igelei und tschüss.